Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Video zu Rocket League. Wer heute in den Shop geguckt hat, der müsste meinen, heute ist Weihnachten. Heute ist auch Weihnachten. Vor Weihnachten an alle. Denn im Shop gibt es aktuell den titanweißen Octane für 800 Credits. Nochmal zur Erinnerung, der titanweiße Octane hat mal 20.000 Credits gekostet. Da kann man schon mal 20.000 Credits für ausgeben. Wir geben 800 dafür aus und sind jetzt Besitzer eines der seltensten Gegenstände im gesamten Spiel. Wer sich das auch holen möchte, kann gerne meinen Creator-Code BADEPSUNCIER eintragen. Und ich finde, das ist tatsächlich ein sehr nicer Fit zum Katzenskin, den wir haben. Wenn ihr auch den Katzenskin haben wollt, dann kann ich euch empfehlen, einfach ein bisschen zu spielen. Ihr müsst nur 15 Assists machen. Das ist die letzte Kiste, die man sicher spielen kann. Und da ist jetzt Müll drin. Falls ihr übrigens neu seid, könnt ihr uns auch mal sehr gerne ein Abo da lassen, damit ich mein Ziel von 333.333 Abonnenten erreichen kann. Aber gut, ich würde sagen, wir spielen einfach mal ein bisschen was mit den titanweißen Octane. Und lass uns mal gucken, wie viele andere titanweiße Octanes wir sehen. Ich habe gestern nicht so viel gespielt, gestern kam ja auch kein Video raus, weil Weihnachten gucken eh nicht so viele Leute YouTube. Und da habe ich mir einfach frei genommen. Aber ja, ab jetzt kommen wieder jeden Tag zwei Videos. Und keine Sorge, ich weiß, die Kommentare werden voll sein mit Leuten, die sagen, Bardo, warum nimmst du denn auf? Ist doch Weihnachten. Sitzt bei deiner Familie, ich sitze auch noch bei meiner Familie. Aber ich kriege das noch hin, die zwei Videos zu machen. Wenn ich nicht die zwei Videos mache, dann ärgere ich mich nur, weil zwei Tage nichts machen, das gibt es halt nur, wenn ich krank bin. Und der andere war, glaube ich, auch nicht Titan. Bin ich der einzige titanweiße Octane? Lol, der macht den nicht. Ich mache den auch nicht. Cool, 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 cool. Es gibt hier einen teuren Gegenstand, den ich mir wirklich holen möchte. Und zwar, der nennt sich Goldklumpen. Weil dieser Gegenstand ist einer der seltensten Gegenstände im gesamten Spiel, die aber nicht so teuer sind. Ich meine, Goldklumpen, wie teuer sind die? 8000 Credits oder was? Es geht eigentlich noch. Das Problem bei Goldklumpen ist, das ist halt wirklich nur das. Das ist halt ein Anhänger, aber es ist halt ein goldener Klumpen. Und den gab es halt nur damals in der Alpha und der ist relativ selten. Aber der sieht halt nicht cool aus. Ich würde ihn halt nur holen, weil er selten ist. Weiß ich nicht. Ich habe mir schon auch mal eingeblendet. Müsste mal sagen, soll ich das mal machen, so als Joke für so ein Video? Dass ich ein Goldklumpenbesitzer bin? Manche sagen, jetzt hol dir lieber Alpha Boost. Aber der ist so teuer. oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Oh, ging nicht. Lol. Okay. In der letzten Folge habe ich ja festgestellt, dass man besser spielt, wenn man eine konstante Internetverbindung hat. Welch ein Wunder, welche eine Überraschung. Aber ja, ich bin gespannt, ob uns das reicht, um dann in diesem Video. Oh, das war schlecht, Leute. Ich muss schauen, ob das reicht, um in diesem Video dann nach Champion 2 wiederzukommen. Aber theoretisch ist ja das Wichtigste, dass man Spaß beim Spielen hat. Das Reinspringen in den Ball war meiner Meinung nach richtig, weil dadurch war der Winkel schwer zu berechnen für die Gegner. Ist übrigens was, was auf einem viel höheren Niveau Profispieler inzwischen sehr oft machen. Und zwar Schüsse anfaken, weil so gesehen hat mein Teammate den Schuss angefaked und ich habe den dann genommen. Der sieht bei Profis natürlich ein bisschen besser aus, aber ist so gesehen eine Mechanik, die Profis machen. Übrigens auch erst seit, keine Ahnung, ein Jahr oder zwei. Also es, der ist nicht reingegangen. Also so gesehen was relativ Neues. Okay. Der geht auch nicht rein. Womit ich nicht sagen will, dass das gerade ein Profi-Move war, den ich gemacht habe. Wie gesagt, das war in der stumpfesten Ausführung das, was Profis auf einem viel höheren Niveau machen. Das wollte ich damit nur sagen. Das macht aber nichts. Und Gegner, wie wir sehen, beide nicht titanweiß. Mag ja auch nicht jeder Geld ausgeben fürs Spiel. Das hat nicht geklappt. Ich wollte den Gegner in der Luft abfangen, damit er den Angriff von meinem Teammate nicht stoppen kann. Aber da hat nicht so viel gepasst. Mochte ich auch nicht. Sich von mir ausgespielt. Oder auch nicht. Hm. Double? Ja. Wisst ihr was? Ich wusste, was er machen will. Und trotzdem bin ich nicht gesprungen. Ich habe einfach nur hochgeguckt. Und vielleicht habe ich einen Weihnachtsmannluft gesehen. Oder habe ich gleich gebumpt. Kommt schon mal hier gut. Hier muss mir auch was weichen. Boom. Boom. Okay, nice. Das war jetzt übrigens das, was ich im letzten Video angesprochen habe. Mit beim Ball fahren, aber nicht engagen. Und dann wütend werden, wenn der Teammate engaged. Er ist nicht wütend geworden im Chat, muss man respektieren. Ich könnte einen guten Punch haben.
Ja, hat er. Oh. Oh, schöner Teammate. Ich glaube, der eine hat einen titanweißen Pfennig. Kann das sein? Also was ganz anderes ist. Ganz andere Bauten, oder? Sieht nur so aus. Nee, der hat einen titanweißen Pfennig. Ich hätte ernsthaft gedacht, ich sehe in jedem Spiel einen titanweißen Octane. Hat er den gespielt. Nice. Aber lustig. Ja gut, titanweißen Pfennig habe ich, glaube ich, auch. Der war auch schon mal im Shop. Titanweißer Dominus war auch schon im Shop. Also was teure Autos angeht. Ich glaube, der teuerste Wagen war doch irgendwie Dominus in Schwarz oder so, in Grau, ne? War nicht so ein Käse irgendwie das teuerste Auto, was irgendwie 60.000 gekostet hat, meine ich. Aber ich habe mal ein Video gemacht, da habe ich den teuersten Wagen im gesamten Spiel vorgestellt. Und ich meine, wenn man den sich mit echtem Geld gekauft hätte, der hat ja irgendwie 15.000 Euro gekostet, der Wagen. Okay, da ist auch Potenzial drin. Nehmen wir nochmal. Ich wäre zum ersten geflogen, aber er wollte wieder seine Mechanics zeigen, die er nicht hat. Also das hat nicht geklappt. Ist okay. Ich sag's, wie es ist. Ich will auch nicht. Nein, hör doch auf damit! Hör doch auf damit! Ich sag nein. Das soll damit aufhören! Wenn du es im Spiel überhaupt nicht kannst, dann lass es doch! Also man kann es natürlich versuchen, wenn die Situation stimmt. Aber halt aus jeder Situation das erzwingen zu wollen, das funktioniert halt nicht. Wenn du halt dann, wenn der Ball über dir ist, nicht mal springst du. Und der ist geklippt bei Cello. Der hat sich selber geklippt. Cello, der hast du wieder fast einen Clip gemacht. Ich verstehe Cello nicht. Ich will auch mal dazu sagen, den Kommentar, den ich häufiger kriege, ist sowas wie, Vador, du kannst ja gar kein Airdribbling, weil ich nie auf Airdribbling gehe. Aber ich habe in der Vergangenheit schon häufiger gezeigt, dass ich das Grundprinzip vom Airdribbling beherrsche. Jetzt will er aufgeben. Ich setze es halt nur nicht ein auf dem ähnlichen Niveau, wo ich bin, weil er halt nie Gegner ist. So, im Training, lass mich 10-mal einen Airdribbling versuchen, das klappt, keine Ahnung, 7-mal. Ich verspreche euch, im Training kriegt er wahrscheinlich von 10 Versuchen auch 6-7 hin. Vom Ceiling Short Flip Reset. Nein, vielleicht nicht ganz. Vielleicht sagen wir 5. In-game sieht es halt nur ein Scheiß aus. What the hell? Ich finde übrigens auch, wenn es nicht läuft, man sollte da nicht Zeit investieren, um irgendwie Airdribbling zu machen, sondern man sollte sich auf die Basics konzentrieren. Und das ist halt Timing. Ja. Aber gut, der Teammate war eh ganz hinten, aber ist egal. Aber wäre der Teammate nicht ganz hinten gewesen, dann wäre es jetzt schlecht gewesen. Also nee, es war unabhängig davon schlecht. Es war schlecht und es war außerdem schlecht, dass mein Teammate ganz hinten war. Oh. Müsste ganz durchrollen. Ah. Alter. Wait. Nice. Das Gute ist, auf Champion 1 funktionieren noch diese Konter-Situationen, wo du eigentlich nichts machen musst, außer den Gegner angreifen lassen und dann kontern. Auf Champion 2 geht sowas nicht mehr. Auf Champion 2 wäre der hintere Teammate besser gestanden. Der wäre jetzt auch bestraft worden, weil die Gegner hätten ihn machen müssen. Stattdessen kriegen wir jetzt einen Counter. Und? Okay. Passenderweise, das Airdribbling hier, das war jetzt ja okay, aber ich würde es halt niemals machen sonst. Weil eine Regel geht ja nicht rein oder wird geblockt. Eigentlich sehr gutes Beispiel, dass es jetzt direkt geklappt hat im Game mit der Situation. Ja, nice. Okay. Das Ding ist halt nur, wir hatten jetzt zwei stabile Tore, die wird nur keiner gucken, weil 4 Spiele vorher wurden wir geschlachtet am Stück. So, noch. Komm, wir machen noch eins. No. Bang. Gott. Schade. Ich hätte ihn auch gern genommen und damit was gemacht. Ja. Nice. Aber ich habe nicht vertraut. Oh. Okay, mein Teammate hat viel 3 gegen 3 gespielt. Ich habe gerade nämlich in die Mitte geguckt, um zu gucken, ob ich einen Pass spielen soll. Und der war nicht in der Mitte. Ich habe dann am Ende natürlich noch...
Ich habe am Ende natürlich noch gechoked, aber der war halt hinter mir beim Angriff, höchstwahrscheinlich. Wenn ich nicht so ein Holzkopf wäre. Oh, lol. Nice. Teammate hatte übrigens, oder? Wenn ich mich nicht mehr gucke. Doch, ihr mir guckt. Der hat auch nicht. Wer hat das? Wer hat den? Niemand. Aber gut, wer von euch hat sich schon die zahnweißen Octane geholt? Seid ihr schon Besitzer davon? Ja, dann vielleicht. Wir können mal kurz gucken. Ich habe schon den Octane in normal, in schwarz, in grün, in orange, in blau, titanweiß. Und der war auch mal pink im Shop, aber habe ich vergessen zu kaufen. Ja, ich glaube, ich hole mir noch die übrigen Farben. Was gibt es denn noch für Farben? Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5. 5 Farben habe ich. Es gibt 1, 2, 3, 4, 13, 14. Und Gold gibt's noch nicht. Ja, nehmen wir dann mal in Zukunft einen Angriff. Und dann würde ich mal sagen, Leute, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt noch schöne Weihnachtstage. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dann, Leute. Und ciao.